Am Nikolaustag hat der Nikolaus mit seinen Engeln auch die Kinder im Kaufhaus Tirol besucht. Mit seinem roten Gewand, dem Rauschebart, der großen Mütze und dem Bischofsstab beeindruckte er die kleinsten Besucher. Wie gefällt dir der Nikolaus? Gut. Ist ein schöner Mann oder ist er nicht so schön? Schöner Mann. Der Nikolaus gefällt mir gut. Hat er geschumpfen oder nicht? Nein. Warst du brav? Ja, war brav. War sie brav? Ja, sehr. Wie schaut denn der Nikolaus aus? Ja, ein bisschen altischer. Wie schaut er denn aus? Kannst du mal beschreiben? Er hat eine rote Mütze an, Umhang und hat auf der Mütze ein Kreuz. Gefällt er dir? Ja. Er sieht rot aus, eine rote Mütze und ein Kreuz. Ein schöner Mann. Hast du ein bisschen Angst vor ihm? Mm-mm. Da leuchteten die Kinderaugen, als der Nicolo die Kinder auf den Schoß genommen hat und sie wurden zum begehrten Fotomotiv. Weil der Nikolaus ein guter Mann ist, gab es für alle braven Kinder natürlich auch ein Geschenk. So waren die Mädchen und Buben begeistert, aber auch die Eltern freut es, wenn der Nikolaus im Kaufhaus Tirol ist. Sehr nett für die Kinder, das ist sehr wichtig. Nett, für die Kinder sehr nett. Ist das nicht zu kommerziell? Oder? Nein, wer es nicht will, der muss ja nicht herkommen. Das ist voll nett für die Kinder, sie sind so neugierig. Die Kinder waren heute um 5:30 schon munter. Sie haben gefragt, ob die dann heim auch kommen werden oder irgendwo auch. Und das ist einfach mal nett, dass sie die Kinder glauben und so nette Fragen feststellen. Voll nett. In der schönsten Zeit des Jahres ist im Kaufhaus Tirol viel geboten. Hier gibt es nicht nur die besten Weihnachtsgeschenke. In der Adventszeit folgt ein freudiges Ereignis dem anderen.